ein ganz herzliches Willkommen hier zum live übertragenen Streitgespräch der TAZ. Anlass ist, dass in dieser Woche ja die IAA hier in Frankfurt beginnt. Wir sitzen hier direkt neben der IAA und außer den Autokonzernen, die hier ihre Neuheiten präsentieren wie jedes Jahr, gibt es in diesem Jahr zum ersten Mal in größerem Rahmen Proteste gegen die IAA. Und bisher gab es da wenig Kontakt. Die Autokonzerne machen ihre Pressekonferenzen, die Kritiker machen oder Kritikerinnen machen ihre Pressekonferenzen, aber direkt miteinander ins Gespräch gekommen ist man nicht. Lange Zeit haben das auch beide Seiten abgelehnt, sich direkt miteinander zu unterhalten. Ein Kollege von mir, der Ingo Arzt, auf dessen Initiative das zurückgeht, hat das aber gedacht, das ist doch eigentlich blöd und es wäre viel schöner, wenn die miteinander reden würden. Da haben doch alle Beteiligten mehr von. Und hat nicht locker gelassen und auf beiden Seiten angefragt. Und tatsächlich haben dann beide Seiten zugesagt, und zwar gleich auf ganz hoher Ebene. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir hier heute beide Seiten am Tisch haben, nämlich den Vorstandsvorsitzenden vom nicht nur größten deutschen Autokonzern, sondern größten Autokonzern der Welt, Herbert Diess, und die Organisatorin, also Mitinitiatorin und Sprecherin dieses Protestbündnisses Sand im Getriebe, was am nächsten Wochenende hier bei der IAA eine Blockade machen will. Mhm. Tina Velo. Weil das Gespräch hier auf Wunsch auch der Beteiligten nicht hinter verschlossenen Türen stattfinden soll, aber jetzt eine öffentliche Veranstaltung sich so kurzfristig auch nicht mehr organisieren ließ, machen wir das jetzt eben hier, wir drei. Aber das Ganze wird live ins Internet übertragen, damit alle wissen, was hier besprochen wird. Bei dieser Übertragung gibt es auch die Möglichkeit, über die Kommentare Anmerkungen oder Fragen zu schicken. Meine Kollegin Annette Selle, die hier mit bei mir ist, die guckt sich das parallel an und wird mir dann gegen Ende ein paar von den Dingen, die nicht zur Sprache gekommen sind, reinreichen. Später, für alle, die es jetzt nicht ganz gucken können, eine Fassung, gedruckte Fassung von dem Gespräch erscheint dann im Laufe der nächsten Woche noch in der TAZ. Okay. Ja, erstmal an Sie alle beide ganz herzlichen Dank fürs Kommen. Und ich würde gerne einsteigen mit der Frage, was jetzt eigentlich dieses Jahr anders ist bei der IAA, nämlich mit den Protesten. Das ist ja sozusagen der Grund, warum wir zusammenkommen. Und deswegen an Sie, Frau Velo, als erstes die Frage, zivilen Ungehorsam kennt man ja aus Deutschland bisher eher so von Castortransporten, Gentechnikfeldern, Braunkohle, Tagebaue, von der Autoindustrie stand da bisher nicht im Mittelpunkt. Was ist denn der Grund, dass Sie das jetzt geändert haben? Sie planen diese Sitzblockade, was genau ist geplant und warum? Ja, als Klimagerechtigkeitsbewegung gehen wir schon immer genau an die Orte, wo die Klimakrise produziert wird. Wir gehen dahin, wo der Klimawandel produziert wird, wo die Zerstörer sitzen. Und tatsächlich ist im Verkehrsbereich in den letzten Jahrzehnten genau nichts passiert. Es gibt keinerlei Konzepte, sowohl von der Politik als auch von der Industrie, um diese Klimakrise aufzuhalten. Und wir haben uns als soziale Bewegung schon gefragt, wie wir die Autoindustrie und die verantwortliche Politik hier gut in die Kritik nehmen können und hier auch Aktionen machen können. Und tatsächlich eignet sich die internationale Automobilausstellung wie kein anderer Ort, weil sie ein symbolischer Ort ist. Hier trifft sich eben die Spitze der Autokonzerne, also eben auch Herr Diess ist hier, und die Spitzen der Politik, um sich für ein Verkehrssystem von vorvorgestern zu feiern und für ein Verkehrssystem, das uns diese Klimakrise mit eingebrockt hat. Und deswegen haben wir klar gesagt, wir müssen diesen Ort blockieren. Die Idee haben wir schon vor einem guten Jahr entwickelt und seit einem halben Jahr beginnen wir sie eben auch in der Bewegung zu streuen. Und das hat jetzt eben dazu geführt, dass wir vielfältigste Proteste haben rund um die IAA, die eben auch zeigt, es gibt gesellschaftlichen Widerstand gegen dieses Verkehrssystem und es gibt gesellschaftlichen Widerstand gegen diese Art und Weise, Mobilität herzustellen. Aber es wurde ja im Vorfeld jetzt auch vielfach Sorge geäußert von den Konzernen. In manchen Medien war zu lesen, dass es da jetzt Randale und Sachbeschädigungen kommen, jetzt die Autonomen auch zur IAA und so weiter. Ist damit zu rechnen? Also was ist konkret geplant jetzt bei Ihren Protesten? Also Sand im Getriebe ist eine Aktion zivilen Ungehorsams. Wir sehen uns da in der Tradition, wie Sie schon erwähnt haben, die Anti-AKW-Bewegung, auch Anti-Kohle-Proteste, die Ende Gelände, Hambacher Forst natürlich auch, die sehr, sehr wichtig waren, die uns beeinflusst haben, aber auch Fridays for Future,
Extinction Rebellion. Und wir haben uns eben die Aktionsform der Blockade überlegt. Wir werden friedlich, ruhig und besonnen blockieren mit unseren Körpern. Wir haben einen klaren Aktionskonsens, in dem steht drin, dass die Sicherheit aller Beteiligten höchste Priorität hat. Und wir werden nicht, von uns wird keinerlei Eskalation ausgehen, sondern wir wollen dafür sorgen, dass der Ablauf der Messe am Sonntag gestört wird und das eben mit der Blockade unserer Körper. Herr Dies, für Sie ist es dann ja schon der zweite Protest. Vor einigen Wochen ist ja schon der Zug vom Wolfsburger VW-Werk blockiert worden. Auch in Ihrer Autostadt gab es ja schon Proteste. Jetzt die Proteste bei der IAA. Wie bereitet sich der Konzern darauf vor und was sagen Sie zu der Kritik, die da geäußert wird? Als ich zum ersten Mal hörte, dass die IAA da im Fokus steht und dass Sie da auch aktiv werden wollen, war ich sehr überrascht. Weil ich mir gedacht habe, die kommen viel zu spät. Weil in der Tat kann man der Automobilindustrie natürlich viel vorwerfen. Ne? Aber die Automobilindustrie ist im Wandel. Ja, zum Beispiel Volkswagen, wir stellen jetzt hier die nächsten zwei Tage, die Pressetage, haben wir nur Elektroautos auf dem Stand. Wir kommen mit einem Elektroauto, das erste Auto sein wird, das klimaneutral, also CO2-neutral, das heißt, mit gutem Gewissen bewegt werden kann. Also eigentlich zu einem Zeitpunkt, und ich streite nicht ab, dass die Automobilindustrie auch manchmal Impulse und Anschub braucht, aber eigentlich war ich überrascht und freue mich deswegen auf das Gespräch, auf den Dialog. Ich glaube, die Automobilindustrie hat die Zeichen der Zeit verstanden. Für die Automobilindustrie ist Klimawandel das Hauptthema. Volkswagen hat sich committed dazu, klimaneutral zu sein in der Mobilität bis 2050. Daimler ist mit einem noch aggressiveren Plan gefolgt. Also die großen deutschen Konzerne sind auf dem Weg. Da kann man immer noch diskutieren, hat es den richtigen Fokus, schnell genug. Aber wir haben die Botschaft verstanden. Darf ich da direkt was drauf machen? Ja, also ich glaube, beim allerersten Halbsatz war ich noch mit dabei, zu sagen, warum kommt ihr erst jetzt? Ja, da würde ich sagen, stimmt, wir hätten vielleicht auch schon vor 10 Jahren protestieren können. Ich glaube, aber wir sind eben jetzt da und wir kommen, glaube ich, schon auch genau zum richtigen Zeitpunkt. Das sieht man eben auch an dem Medieninteresse, dass es Zeit ist für eine Bewegung gegen das Auto in diesem Land und dass es Zeit ist für eine neue Mobilität. Und ich finde es schon, also mir dreht sich hier gerade schon ein bisschen der Magen um, wenn ich das höre. Die Autoindustrie hätte die Zeichen der Zeit verstanden. Im Portfolio von Konzernen wie VW stehen vor allen Dingen große, dicke, fette Geländewagen, absolute Klimakiller und daran wird sich auch in den nächsten Jahren überhaupt nichts verändern. Damit haben sie Geld gemacht, damit wollen sie weiter Geld machen. Also es ändert sich nichts daran, nur wenn sie jetzt auch noch ein paar Elektroautos in ihr Portfolio aufnehmen, ändert das nichts daran, dass sie weiterhin riesige Klimakiller produzieren, Stadtpanzer, 2 Tonnen Autos, die im Durchschnitt 80 Kilo Mensch transportieren, in Städten, wo eine andere Mobilität organisiert werden könnte. Und dann, das ist für mich eigentlich der wichtigste Punkt, ausgehend davon, also die Autokonzerne und ganz vorneweg VW sind die Hauptprotagonisten des größten Skandals der deutschen Industriegeschichte gewesen. Sie haben mit dem Dieselskandal belogen und betrogen. Sie sind diejenigen, die den vorzeitigen Tod von Hunderttausenden von Menschen mutwillig in Kauf genommen haben, wissend, dass ihre Abgassysteme so nicht funktionieren. Und wir sollen ihnen jetzt die Vorreiterrolle abnehmen, wenn es um den Klimaschutz geht. Entschuldigung, ich finde das nicht glaubwürdig. Den letzten Punkt will ich bestreiten, aber Sie haben natürlich einige richtige Punkte gemacht. Wir haben SUVs, ne, wir leben von dem Automobilgeschäft, von dem konventionellen Automobilgeschäft. Absolut. Und da darf ich an der Stelle einfach nochmal auch für Verständnis bitten. Ich glaube, die Automobilindustrie ist wirklich committed, diesen Wandel mitzunehmen. Die Produkte sind in der Pipeline, die kommen, wir arbeiten am Infrastrukturaufbau. Ich setze mich persönlich ein für ein vorzeitigen Abschalten der Kohlekraftwerke. Wir machen um das Auto rum auch vernünftige Ökosysteme. Ich glaube, also, Sie hätten uns Unrecht, wenn Sie sagen, ja, das ist so ein Feigenblatt. Wir haben vor, in den nächsten 10 Jahren 50% unserer Flotte auf Elektrobetrieb umzustellen. Und das ist eine ganz große Herausforderung, weil, jetzt kommt die andere Seite, wir natürlich auch eine Industrie ist, die eine große Verantwortung hat für diese Volkswirtschaft. Wir haben weltweit 660.000 Arbeitsplätze, die vom Auto, wenn Sie so wollen, leben, ne? Auch viel von der alten Autotechnik. Aber wir müssen natürlich diesen Wandel so schaffen, und er ist sehr aggressiv geplant, dass wir auch diese Arbeitsplätze, oder zumindest einen Großteil dieser Arbeitsplätze über diesen Wandel
bewegen. Das bedeutet, dass dieser Wandel zum Beispiel in den nächsten 10 Jahren 50% Elektrofahrzeuge ist, dass wir die Hälfte unserer Motoren- und Getriebefabriken zumachen werden. Das sind Tausende von Arbeitsplätzen, da müssen wir dafür sorgen, dass die in der neuen Welt bei den Elektrofahrzeugen im Dienstleistungsbetrieb Arbeitsplätze finden, dass wir das über den demografischen Wandel abfedern. Wir haben Gott sei Dank in Deutschland eine Situation, dass viele jetzt der Nachkriegsgeneration in Ruhestand gehen, sodass wir auch abbauen können. Aber dieser Wandel wird uns extrem fordern. Und ich glaube schon, dass es auch eine Anforderung nicht nur unserer Mitarbeiter, sondern der ganzen Gesellschaft ist, dass wir diesen Wandel auch sozial umsetzen. Ja? Ich sage jetzt mal, die Verbrenner abzuschalten von einem Jahr aufs andere, ohne eine Alternative zu haben, das würde uns als Gesellschaft nicht weiterbringen. Und Sie hatten auch noch ein paar Punkte, die waren wirklich richtig, wie Sie sagen. Ne? Diese Tatsache, dass man einfach das Auto in der Stadt für die Mobilität ein schlechter Kompromiss ist. Ne? Wir brauchen 20 Quadratmeter fürs Auto und nochmal 100 Quadratmeter rum, um dann eine Person oder 1,1 oder 1,2 Personen zu transportieren. Das gilt fürs Taxi, das gilt fürs Ride-Hailing, das gilt für... Da braucht man andere Lösungen. Ne? Da ist das Auto. Fahrrad zum Beispiel. Ganz innovativ. Absolut. Ich bin ein großer Befürworter auch für... ich fahre selber gerne Fahrrad. Wir öffnen unsere Werke derzeit, dass die Leute auch mit dem Fahrrad in die Arbeit fahren können. Es gibt bei einigen unserer Kollegen, bei BMW habe ich gehört vor kurzem, auch Incentive-Programme, dass die Leute umsteigen vom Auto aufs Fahrwerk. Also da ist was im Gange und da gibt es ein großes Commitment. Und deswegen, glaube ich, tun Sie uns Unrecht, wenn Sie sagen, nee, das ist nur ein Feigenblatt oder so. Wir meinen das ernst. Frau Velo, sehen Sie denn die ganze Autobranche gleichermaßen als Feindbild oder würden Sie sagen, da gibt es durchaus Differenzen und bei VW zum Beispiel sehen Sie da, erkennen Sie das an, dass Sie versuchen, Elektromobilität vielleicht stärker in den Mittelpunkt jetzt zu rücken als andere oder ist das für Sie alles das Gleiche? Also wir differenzieren durchaus, aber man kann schon sagen, also die gesamte Autoindustrie als solche ist für uns problematisch, weil sie natürlich erstmal relativ banales Interesse, die Autoindustrie möchte Autos verkaufen und zwar am besten immer mehr Autos, weil damit kann man immer mehr Geld machen und darum geht es ja schließlich auch in einem kapitalistischen Wirtschaftssystem. Man möchte gerne Geld machen. Ob das dann auf Kosten von kommenden Generationen geht oder auf Kosten von der Umwelt, ist immer eine zweite Frage. Tatsächlich ist es so, dass bestimmte Konzerne und bestimmte Marken auch nochmal eine ganz besondere Rolle spielen und das ist auch tatsächlich der Grund, warum wir dem Gespräch und dem Angebot der Taz, der netten Einladung von der Taz auch zugestimmt haben, weil wir gesagt haben, dass Volkswagen ist eben der größte Autobauer der Welt und eben nach einigen Angaben, Sie sagen es ja selber auch immer wieder öffentlich, tragen zu 1%, ein einzelner Konzern mit der Produktion und seinen Produkten zu 1% der globalen Treibhausgasemissionen bei. Das ist enorm. Und Volkswagen ist deshalb auch nochmal besonders interessant, weil Sie persönlich, aber auch der Konzern jetzt eben für diesen Umschwung auf Elektromobilität stehen und damit ja auch durchaus innerhalb des VDAs für Wirbel gesorgt haben. Und das ist tatsächlich auch Hauptanliegen meines Gesprächs jetzt hier, diese Strategie so ein bisschen zu demaskieren. Denn das mag erstmal ökologisch klingen, das mag wie ein Wandel klingen. Zunächst einmal muss man sagen, die Autoindustrie hat diesen Wandel absolut verschlafen, der kommt einfach zu spät. Die Klimakrise ist nicht erst seit den Demonstrationen der Fridays for Future seit letztem Jahr, seit Anna-Greta Thunberg, auf der politischen Agenda. Wir wissen seit Jahrzehnten, auf was wir gerade zusteuern. Im Moment steuern wir gerade auf eine globale Erwärmung von 2,4 bis 3,5 Grad zu. Das bedeutet, dass wahrscheinlich unsere Kinder und Kindeskinder keine guten Lebensgrundlagen mehr vorfinden werden. Und das finde ich besorgniserregend. Das heißt, es ist erstmal so, dass es hier wirklich ein massives Problem gibt. Aber Elektromobilität, dazu muss man, ich glaube, die Zeit haben wir hier ja auch, dass ich das ein bisschen erkläre, warum das ein Problem ist. VW und andere Konzerne haben auf EU-Ebene dafür gesorgt, die Gesetze mitgeschrieben. Es gibt jetzt diese neuen EU-Flottengrenzwerte, die liegen bei 95 Gramm, ja, pro Kilometer dürfen die jetzt ab 2021 ausstoßen. Sie wissen es wahrscheinlich noch nicht genau. Stimmt. Genau. Und das Interessante ist, dass diese Flottengrenzwerte bemessen sich nach Gewicht. Ja? Das heißt, je schwerer so ein Auto ist, desto mehr CO2 darf es produzieren. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist quasi ein Anreiz, besonders schwere Autos zu bauen, weil ich dann mehr CO2 produzieren kann. So, dann haben wir jetzt also die Elektroautos und VW möchte
bis 2025 25% ihres Bestands soll im besten Falle elektrifiziert sein, was ja noch nicht vollkommen elektrisch heißt, sondern auch Plug-in-Hybride mit einschließt, die alles andere als elektrifiziert sind, weil der Elektroantrieb fast nicht benutzt wird, die für jedes Elektroauto, was VW zukünftig produziert und verkauft, was ja auf dem Papier als CO2-neutral gilt, dürfen sie einen fetten SUV verkaufen, der das Doppelte dieses Grenzwerts hat. Also der dürfte dann eben 180, 190 Milligramm produzieren. Das heißt, je mehr Elektroautos ich verkaufe und produziere, desto mehr dicke, fette Verbrenner. Das heißt, 25% Elektroautos bedeutet im Umkehrschluss, erlaubt VW 75% Verbrenner herzustellen, Dieselmotoren, dreckige Dieselmotoren herzustellen und SUVs herzustellen. Und das ist ein absolutes Feigenblatt. Und ich glaube, da machen sie sich einfach auch selber was vor. Sie verkaufen das als ein absolutes Greenwashing. Und man darf dabei nicht vergessen, Elektroautos sind eben nur lokal emissionsfrei. Und ich verstehe durchaus, dass Sie als VW-Chef einen sofortigen Kohleausstieg fordern, weil im Moment haben wir 40% unserer Energie aus Kohlestrom. Das ist alles andere als saubere Energie. Und dann ist die ganze Produktion des Autos noch nicht mit inbegriffen. Das ist kein CO2-neutrales Produkt, das ist ein schönes Label. Und das ist etwas, was mich wirklich wütend macht, was mich persönlich wütend macht, was auch unsere Aktivisten und Aktivistinnen zu einer Blockade betreibt, weil sie ein absolutes Greenwashing betreiben, aber letztendlich weiterhin dreckige, schmutzige Produkte verkaufen wollen, mit denen sie unsere Lebensgrundlagen zerstören. Da würde ich schon gern vehement widersprechen. Das Elektroauto ist, und wir haben ein großes Portfolio an Antrieben. Wir haben Erdgasfahrzeuge, CNG, wir haben Hybride, wir haben Plug-in-Hybride und auch Dieselfahrzeuge jetzt mit neuester Abgasemissionstechnik. Und im direkten Vergleich, und wir arbeiten mit allen Technologien. Ja, wir versuchen alle Techniken weiter im CO2-Ausstoß zu reduzieren. Das gelingt auch, aber eben graduell. Der wirkliche Durchbruch gelingt in der Tat mit Elektromobilität. Es ist einfach so, dass man über den gesamten Lebenszyklus von der Entstehung des Produkts einschließlich der Batterien, der Rohstoffe, der Herstellung etwa 50% CO2-Reduzierung erreichen kann. Also ein Auto, das eben dann heute 100 Gramm hat, hat dann noch 50. Auch wirklich nachweisbar wissenschaftlich geprüft. Voraussetzung ist dann, rechnen Sie dann bitte? Ja, Voraussetzung ist dann natürlich, dass man, das ist ein emissionsfreier Strom. Dann dürfen wir aber jetzt nicht mehr auf Deutschland gucken. Wir haben CO2-freien Strom in Europa, in den nordischen Staaten praktisch flächendeckend, in der Schweiz, in Österreich, in Frankreich mit den entsprechenden Kompromissen, aber CO2-frei. Und wir haben eine deutliche Ausweitung des regenerativen Stroms, auch jetzt in Deutschland, die kommt zu langsam. Ja, Frankreich wird oder UK hat sich committed, ab 23 kohlestromfrei zu sein, Frankreich ab 21. Also da brauchen wir mehr Commitment und mehr Engagement, aber dann ist das Elektrofahrzeug mit Abstand der beste Weg für individuelle Mobilität, die CO2-frei zu halten. Den ID3, den Sie unten sehen, schaffen wir dann darüber hinaus noch durch Kompensationsprojekte, durch Regenwalderhalt, durch Investitionen in Aufforstung eben dem Kunden so zur Verfügung zu stellen, dass er wirklich in reinem Gewissen CO2-frei fahren kann, auch mit Ökostrom. Jetzt Ihre zweite Aussage. In Summe geht das Flottenziel geht jetzt von 95 Gramm, wir sind heute bei etwa 120, also 95 Gramm deutlich drüber bis 2021 werden wir dieses 95 Gramm Ziel erreichen und dann geht es ja weiter dramatisch nach unten. Bis 2030 müssen wir auf unter 60 Gramm sein in der Flotte und das bedeutet, dass wir mit dann schon etwa 40-50% Elektrofahrzeuge brauchen, um dieses Flottenziel zu erreichen. Und dann natürlich ist dafür Voraussetzung, dass wir die Infrastruktur haben, dass wir CO2-freien Strom haben. Aber das ist der absolut richtige Weg, weil ich darf auch nochmal, ich verstehe Ihre Position, also Sie haben gesagt, Sie fahren nicht Auto, Sie finden das auch nicht mehr zeitgemäß, Auto zu fahren. Viele Menschen in dem Land sind aufs Auto angewiesen. Der öffentliche Nahverkehr ist bei weitem nicht in der Lage, den Transport aufzunehmen. Na, natürlich ist das Fahrrad für viele in der Stadt eine Alternative, aber wenn sie am Land wohnen, ist es eben keine. Das heißt, das Auto jetzt zu verteufeln, wäre der falsche Weg. Also wir müssen das Auto
wir müssen das Auto CO2-frei bekommen und dann dort betreiben und vorantreiben für die Mobilität, wo es gebraucht wird. Und da hat es einfach eine Bedeutung. Das Auto ist darüber hinaus, aus meiner Sicht auch, und das teilen Sie jetzt aller Voraussicht nach nicht, aber für viele Menschen auch ein Stück Freiheit, sich frei zu bewegen, in Urlaub zu fahren, dorthin zu fahren, wo sie wollen. Und dafür ist der öffentliche Nahverkehr keine Alternative. Die Bahn kaum klimafreundlicher gegenüber dem Elektrofahrzeug und dann das Flugzeug natürlich überhaupt, aus heutiger Sicht überhaupt keine Alternative. Das Auto hat eine Berechtigung, auch in Zukunft, vielleicht nicht in dem Maß in der Stadt wie heute, aber wir werden das Auto brauchen und deswegen sind wir gut beraten, das Auto nachhaltig zu machen, CO2-frei zu machen, und da sind wir unterwegs. Und deswegen werden wir einen starken Sektorbeitrag zur Reduzierung der CO2-Ziele legen. Jetzt Klammer auf, eine Ergänzung. Sie haben auch recht in der Tatsache, in der Aussage, dass das Auto in den letzten Jahren, dass die Emissionen durch die Mobilität eher zugenommen haben, trotz neuerer Motoren, auch natürlich durch den Trend zu größeren Autos, zu genau SUVs. Deshalb, das bestreite ich überhaupt nicht. Aber können wir diesen Trend jetzt in den nächsten Jahren deutlich umdrehen. Und wir müssen auch sagen, dass der Sektor Mobilität einfach der schwierigste ist, um den CO2-frei zu bekommen. Beispiel, wir haben uns ohne äußeren Zwang oder Not zum Beispiel dazu entschieden, ein Kohlekraftwerk, das wir heute betreiben, unserem größten Standort in Wolfsburg, umzubauen auf Gas. Das wird bis 2023 funktionieren. Das kostet 400 Millionen Aufwand. Der Strom wird dadurch teurer, aber wir sparen so viel CO2 wie etwa 870.000 Fahrzeuge im Jahr. Also eine unglaubliche Menge CO2. Warum sage ich das? Diese Einsparung der CO2-Emissionen kostet uns rund 14 Euro pro Tonne. Wenn wir die gleiche Einsparung erreichen wollten im Auto, würde uns das über 1.000 Euro pro Tonne kosten. Also das heißt, der Sektor Mobilität hat mit Abstand die anspruchsvollsten Zielsetzungen, die am schwierigsten zu erreichen sind. Wir stehen dazu, wir werden es erreichen. Aber wenn es nur darum geht, CO2 zu erreichen, haben wir natürlich in den anderen Sektoren deutlich größere Hebel. Wir können mit viel weniger Aufwand sehr viel mehr CO2-Einsparungen erreichen. Das tun wir. Wir investieren konsequent auch bei der Umstellung unserer Primärenergie. Wir rüsten die Werke aus mit Solardächern, mit Windkraftanlagen, weil es dort eben sehr viel leichter ist, CO2 einzusparen wie im Auto. Aber Herr Dies, wenn Sie jetzt sagen, jetzt nimmt VW das so richtig ernst mit dem Klimaschutz, dann habe ich mal ins Archiv geguckt, das kommt einem teilweise ein bisschen bekannt vor. Vor genau 20 Jahren hier bei der IAA haben Sie den 3-Liter-Lupo, also Sie noch nicht, Sie waren dann noch bei der Konkurrenz, glaube ich, aber hat VW hier den 3-Liter-Lupo vorgestellt, als den neuen Durchbruch, um jetzt das Auto ökologisch zu machen. Der ist 6 Jahre später eingestellt worden, nachdem er nie so richtig groß vermarktet wurde, war mein Eindruck. Vor genau 10 Jahren, im Jahr 2009, wurde es noch viel spektakulärer. Da ist hier der 1-Liter-Auto vorgestellt worden. Nämlich, glaube ich, Herr Pirch schon vor einer Weile mal da zur Hauptversammlung gefahren. Aber da sollte dann die Serienversion hier kommen. 1 Liter XL1. Davon sind dann 200 Stück gebaut worden, habe ich im Archiv gefunden, für über 100.000 Euro pro Stück verkauft worden. 2014 ist das Projekt wieder beendet worden. Das heißt, es gab da schon häufiger, gerade hier bei der IAA, so sehr spektakuläre Ankündigungen, die dann nicht so richtig nachhaltig waren. Warum ist das diesmal anders? Ja. Oder warum sollen wir glauben, dass das diesmal anders ist? Ein sehr guter Hinweis, und die Gefahr ist mit Sicherheit, da steht auch diesmal im Raum, weil wir in der ganzen Betrachtung natürlich den Kunden sehen müssen. Und wenn der Kunde den 3-Liter-Lupo nicht haben will, weil er sagt, mein Gott, das ist ein Fahrzeug, das jetzt nicht auf meiner Prioritätenliste steht, oder es ist zu klein oder zu niedrig oder gefällt mir nicht, dann haben wir eigentlich in unserem System keine Chance. Das kann auch dem Elektroauto passieren, ja, weil das Elektroauto zunächst mal auch Nachteile hat. Wir müssen laden, wir brauchen eine Infrastruktur. Das ist erstmal eine Einschränkung. Elektroautos sind teurer. Und deswegen wird der Umschwung nur stattfinden und kann auch nur gelingen, wenn wir es schaffen, eine koordinierte Vorgehensweise zwischen den Regulatoren der Bundesregierung, zwischen den Städten hinzubekommen und uns alle aufs Elektroauto konzentrieren. Sonst besteht die Gefahr, dass wir wieder so enden wie schon vor 10 oder 20 Jahren mit einem großen Slogan da vorne dran, aber es geht am Kunden vorbei, weil er es nicht akzeptiert. Entschuldigung, aber also wenn ich die Frage auch mal beantworten darf, die Antwort ist nämlich wesentlich einfacher. Die Profitmarge ist einfach zu klein. Und was hat der Lupo gekostet?
Kann ich nicht sagen, aber ich schätze mal, damals, das war noch D-Mark-Zeiten. 20.000. Was kostet denn der VW Tiguan? Das ist das inzwischen meistverkaufteste VW-Modell. Also er wird noch nicht mal gezählt als SUV, sondern als sogenannter Geländewagen. Riesengroß, wiegt seine 1,5 Tonnen, fast 2, irgendwas zwischen 1,5 und 2 Tonnen. Was kostet der? Ja, gibt es ab 35.000, 40.000. Ja, das heißt, die Gewinnmarge ist einfach deutlich höher. Ich würde da gerne auch nochmal auf Ihre Aussagen zurückkommen, weil ich finde das wirklich sehr schön und lobenswert, wie Sie hier irgendwie versuchen, glaubhaft zu machen, wie viele Bemühungen es seitens von Volkswagen gibt, hier auch CO2-Neutralität einzusparen. Und möchte auch da nochmal daran erinnern, Ihr Hauptinteresse ist es, Autos zu verkaufen und nicht Mobilität zu gewährleisten. Und diese Abhängigkeit vom Auto ist, die Abhängigkeit vom Auto ist massiv geschaffen worden und wir haben deutlich mehr Probleme. Die Klimakrise ist die uns jetzt am allermeisten bewegt. Aber das Hauptverkehrsmittel Auto verursacht deutlich mehr Probleme. Wir haben überhaupt gar keinen Platz mehr in den Städten. Alles ist zugeparkt. Wir haben eine wahnsinnige Luftverschmutzung. Und ich finde es schön, Herr Kreuzfeld, dass Sie da nochmal dran erinnert haben, auch an solche älteren Klimaversprechen, weil das erinnert mich wiederum auch an sogenannten Clean Diesel. Mhm. Ja, und ich würde mir tatsächlich wünschen, das, was Sie gerade erzählen von verschiedenen Technologien und Elektromobilität, ich würde mir wünschen, dass diese Energie in ein neues Verkehrssystem unabhängig von Autos fließen würde und nicht in eine nächste vermeintliche technologische Lösung, die wieder nur neue Probleme schafft. Ja. Also erstmal haben Sie Unrecht, das Auto ist in dieser Zeit immer sauberer geworden. Obwohl der Verkehr zugenommen hat, sind unsere Städte heute deutlich sauberer als vor 10, 20 oder 30 Jahren. Gilt übrigens auch für China, wo wir ein großes Umweltproblem hatten. Das Auto leistet Stickoxid jetzt nicht ganz da. Ist ja, aber auch beim Stickoxid, ist wissenschaftlich auch wirklich so abgesichert, dass die Belastung Jahr für Jahr abnimmt und dass die neuralgischen Punkte auch weniger werden. Also auch dort bewegen wir uns in die richtige Richtung. Verkehrssystem, Sie müssen einfach sehen, dass es nicht allzu viele wirklich gute Alternativen heute gibt. Der öffentliche Nahverkehr ist auszubauen. Die Bahn muss besser funktionieren, mehr Kapazität haben. Das ist unbenommen, das brauchen wir auf jeden Fall. Aber das Auto wird sehr schwer in der Summe ersetzbar zu sein. Und deswegen ist es eben wichtig, das Auto auch zu verbessern. Aber Sie tun uns Unrecht, wenn Sie sagen, wir konzentrieren uns nur aufs Auto. Wir machen zum Beispiel in Hamburg einen Versuch mit Moja, das ist ein Shuttle-Service, das sind Busse, die fahren elektrisch, die können Sie buchen über Ihre App, Fahrten in der Stadt zu bündeln. Das größte Problem in der Stadt, haben Sie ja schon angesprochen, ist die Tatsache, dass die Belegung der Autos zu gering ist. Wir fahren mit 1,4 Tonnen Stahl durch die Stadt und transportieren gerade mal 1,5 Personen, das ist zu wenig. Der Versuch mit Moja ist es, Fahrten zu bündeln. Sie buchen, sie steigen ein in den Shuttle. Wir hoffen, 4, 5, 6 Personen für eine gemeinsame Fahrt zusammenzubringen, die dann sich eine Strecke teilen und an bestimmten Stellen wieder aussteigen können. Also wir denken weit über das Auto hinaus. Aber wir müssen aber sehen, dass das Auto natürlich dieses neuralgische Problem des hohen Platzbedarfs weiterhin haben wird. Aber auch da arbeiten wir. Wir haben in Berlin begonnen, zum Beispiel mit Carsharing, rein elektrische Autos. Führt zu einer Reduzierung des Parkbedarfs, aber natürlich auch zu keiner dramatischen Änderung. Meine Einschätzung ist, dass wir in Summe unsere Städte doch deutlich lebenswerter bekommen. Erstmal durch die Emissionsfreiheit des Elektrofahrzeugs, durch mehr Pooling und Sharing, aber dann natürlich durch eine bessere Synchronisation Fahrrad, öffentlicher Nahverkehr. Aber Frau Belo hat ja die Modellpolitik auch angesprochen. Da wollte ich nochmal nachhaken, das hatte ich mir nämlich auch rausgesucht, dass die Statistik ja tatsächlich zeigt, dass sich die Produktion von SUVs, also diesen kleinen Geländewagen, bei VW in den letzten 10 Jahren vervierfacht hat. Und zuletzt fast jeder dritte VW ein SUV oder Geländewagen war. Und da ist der Platzbedarf ja größer, da ist das Risiko größer, die sind bei Unfällen gefährlicher, die haben einen höheren Verbrauch, weil sie einfach höher, größer sind, bei gleicher Motorisierung mehr Fläche irgendwie, also weniger aerodynamisch und so. Finden Sie das eine vernünftige Modellpolitik jetzt so für die heutige Zeit? Die Frau Welo hat gerade gesagt, damit sie Gewinne machen, da sage ich ja. Damit wir Gewinne machen, weil wir brauchen etwa 4-5% Gewinne, um Zukunftsinvestitionen überhaupt tätigen zu können. Also Gewinn ist einfach in unserer Marktwirtschaft essentiell, damit man Zukunftssicherung betreiben kann und deswegen nicht zu verteufeln, solange es aus meiner Sicht in einem vertretbaren Rahmen bleibt, brauchen wir die.
Die größeren Wagen, Sie sagen Geländewagen, SUVs, sind schwerer, haben etwas mehr Spritverbrauch, zum Teil nicht marginal. In der Unfallstatistik sind sie unauffällig, also sind nicht, haben nicht mehr Unfälle als andere Fahrzeuge. Und sie sind natürlich das, was der Kunde heute fahren will. Da kenne ich andere Zahlen. Bei der Unfallstatistik kenne ich andere Zahlen, dass sie dadurch, dass eben die Höhe des Widergrills höher ist, man nicht in die Beine, sondern gleich in die inneren Organe fährt. Es finden nicht mehr Unfälle statt. Die sind nur einfach nicht mehr, deutlich. Nicht mehr Unfälle statt, nur die Folgen des Unfalls sind deutlich schlimmer. Also weil einfach die Verletzungen und die Totenzahlen natürlich dann in die Höhe schnellen, weil dieses Auto einfach gefährlicher ist. Ja, aber es macht einfach den öffentlichen Raum zu einem unsicheren Raum. Das würde ich so nicht akzeptieren. Da gibt es auch eindeutige Studien. Ich glaube, das ist schwer zu belegen, dass Sie das sagen können, weil die Sicherheitsausstattung der Fahrzeuge ist ja sehr vergleichbar. Dem Auto bleibt der Mangel, dass es sehr viel Fläche verbraucht. Das Auto verliert die Kritik, dass es eben CO2 verschlingt und auch die Kritik, dass es sehr unfallträchtig ist. Das Auto wird in den nächsten 10, 20 Jahren extrem sicher werden. Durch die Intelligenz, die ins Auto kommt, durch die Vernetzung mit dem Internet, wird es Verkehrsunfälle auch mit verletzlicheren Verkehrspartnern, Fahrradfahrern und so, sehr stark werden die zurückgehen. Das Auto wird dramatisch an Sicherheit gewinnen und damit auch viele Kritikpunkte, die sie heute ja zu Recht ins Feld führen, verlieren. Was bleibt, ist der hohe Flächenverbrauch in der Stadt, und deswegen muss man in der Stadt mit Sicherheit zu anderen Konzepten finden. Wenn ich kurz mal auf diese anderen Konzepte zu sprechen bekommen kann, weil das klingt alles sehr, sehr schön, wie Herr Dies das beschreibt. Gerade bei Moja habe ich erst kürzlich gehört, dass Sie das wieder einstellen werden, dass das wirklich nur ein Modellversuch war. Zudem ist es so, dass all diese neuen sogenannten Mobilität als Service, diese ganzen neuen Dienstleistungen, die verdrängen in der Regel nicht das Auto, die verdrängen den öffentlichen Nahverkehr. Also Menschen, die jetzt in der Stadt leben und sich überlegen, von A nach B zu kommen, nehmen dann vielleicht so ein Carsharing-Auto, gerne auch elektrisch, ist ja auch alles schön mit grünem Gewissen. Stattdessen hätten sie sonst das Fahrrad oder den Bus genommen. Und insofern ist das eigentlich eher schafft das eher ein noch mehr an Verkehr. Das ist tatsächlich im Moment der Stand der Dinge. Das ist auch, und natürlich braucht es eine ganz klare Politik, die auch das Auto zurückdrängt. Weil, was ich bei all dem vermisse, wir brauchen ein weniger an motorisiertem Individualverkehr. Wir brauchen weniger Autos. Wir könnten wahrscheinlich sogar mit irgendwie 10% des derzeitigen Bestands an Autos fahren, wenn wir diese Idee aufgeben würden, dass jeder und jede ihr eigenes Auto vor der Tür hat. Was haben wir? 47 Millionen PKWs in Deutschland. Das ist doch absurd. Und Sie haben das selber gesagt, die Alternativen müssen ausgebaut werden, aber sie müssen wirklich massiv ausgebaut werden. Und Mobilität muss eben als Teil einer sozialen Daseinsvorsorge verstanden werden und darf nicht mehr einer Profitlogik unterschreiben, weil Mobilität ist auch eine große, große Frage sozialer Gerechtigkeit. Wir müssen uns die Frage stellen, wer bewegt sich eigentlich aus welchen Gründen und wie kann wer sich bewegen? Das sind Fragen, über die wir sprechen müssen. Im Moment haben wir einfach ein sehr ungerechtes System, was vor allen Dingen auf Kosten kommender Generationen geht und auf Kosten der Menschen im globalen Süden, weil wir damit so viele Ressourcen verschwenden, Platz verbrauchen und eben CO2 produzieren. Frau Bindel, Sie haben jetzt wenn Sie jetzt sagen, wir kommen mit viel weniger Autos aus, in Berlin, wo ich lebe, kann ich mir das gut vorstellen, da braucht man kein Auto. Mhm. Aber die Leute, die ich kenne, die auf dem Land leben, wo sie mit dem Bus nicht zum Arzt im Nachbarort kommen oder so, da hört sich das schon anders aus. Ja. Ist das nicht so ein bisschen so eine Großstädterinnenperspektive, jetzt zu sagen, ihr kommt alle ohne Autos aus? Also brauchen ich verstehe den Vorwurf total. Ich würde gerne noch dieses Argument von der Frau Wedow eingehen, das ja auch gegen uns gerichtet war an der Stelle. Das Teilen des Autos wird zunehmen, Übersharing. Das ist schon mal eine positive Entwicklung. Ich teile Ihre Kritik an den Fahrdienstleistern. Ne, an den Ubers, Lyfts dieser Welt. Mojas nicht, ganz bewusst nicht. VW. Weil natürlich die Fahrdienstleister nicht zu einer Verflüssigung des Verkehrs führen. Es führt zu mehr Autos, es führt zu reduzierten Margen im Taxiunternehmen und vielleicht auch zum ein oder anderen Umstieg von den öffentlichen auf den privaten Verkehr, und damit ist kein Beitrag geleistet. Warum ist Moja anders? Moja setzt sich bewusst zum Ziel. Erstens, wir fahren elektrisch, also emissionsfrei in der Stadt. Und zweitens bündeln wir Fahrten. Wir versuchen mit dem gleichen Fahrzeug, mit dem gleichen Raumbedarf, einfach anstatt einer 1,1 Personen, 1,5 Personen
5 Personen, 6 Personen zu transportieren. Das ist eine Lösung. Deswegen auch unser klares Commitment zum Carsharing. Natürlich das eine Auto mehr nutzen im Freundeskreis, auch in der Wohngemeinschaft. Und das zweite Thema ist wirklich Fahrten zu bündeln. Das klingt alles wirklich sehr, sehr gut, Herr Dies, das gestehe ich absolut zu. Ich will nur noch mal klar machen, dass das ungefähr wahrscheinlich irgendwie gefühlte 0,01% Ihres Produktsegments und ausmacht, sondern dass das Hauptsegment immer noch darin besteht, große, dicke Autos zu verkaufen, ja, die Menschen einzeln von A nach B bewegen. Ja, das dürfen wir bei einem nicht vergessen. Zu der Frage von Herrn Kreuzfeld, ich würde ganz gerne noch beantworten. Weil ich verstehe auch diesen Vorwurf der ein bisschen städtischen Arroganz, von wegen auch hören, Berlin oder München würde das ja ganz gut funktionieren, wenn es noch ein bisschen besser ausgebaut wird. Als Sand im Getriebe sagen wir ganz deutlich, dass die Verkehrswende in den Städten jetzt beginnen könnte. Wir könnten die Städte sofort autofrei machen und wir könnten mit einer klaren Verbesserung der Alternativen. Die Alternativen werden nur auch nicht kommen, solange wir die Autos auch nicht klar zurückdrängen. Ich gestehe durchaus zu, dass es neue Lösungen für den ländlichen Raum braucht. Und ich würde sagen, da müssen wir uns auch, das ist ja auch eine demokratische Frage, wir müssen uns klar zusammensetzen, weil Mobilität muss für alle machbar sein. Mhm. Wir haben es aber auch mit dem Megatrend der Urbanisierung zu tun. Die meisten Menschen auf diesem Planeten werden in Zukunft in Städten leben. Das heißt, da müssen wir mit der Problemlösung beginnen. Und ich glaube, dass die Paarfahrten auf dem Land erstens dann nicht so das Problem sind und zweitens können wir da sehr gute kreative Lösungen, zum Beispiel in Richtung von Moja, solche Rufbusgeschichten, die gibt es ja auf dem ländlichen Raum auch schon, die sind massiv eingespart worden, die werden nicht mehr subventioniert. Das sind einfach Dinge, man muss ja Menschen Mobilität ermöglichen und dafür braucht es kreative und demokratische Lösungen. Das finde ich wirklich, da würde ich jetzt auch unterschreiben und das freut mich auch, dass Sie die Mobilität an sich nicht in Frage stellen. Der Mensch braucht Mobilität, es gehört zu seinem Leben dazu und zu seinen Freiräumen und das halten wir auch für das Entscheidende, dass wir Mobilität gewährleisten. Für uns ist in Zukunft nicht mehr so wichtig, kauft der ein Auto bei uns, mietet er das für ein Jahr oder mietet er das für Stunden oder Minuten oder teilt das, aber wichtig ist Mobilität. Das ist unsere Überzeugung, dass der Mensch Mobilität braucht und wir sind der Meinung, dass wir die individuelle Mobilität, die heute viele Schattenseiten hat, CO2-Umfälle, dass man die in der Zukunft so nachhaltig und menschenfreundlich gestalten kann, dass sie fortbestand. Aber, Entschuldigung, Herr Dies, das ist eine Logik des grünen Kapitalismus, die bis heute nicht funktioniert. Es gibt keine Entkopplung zwischen Wirtschaftswachstum und dem Ressourcenverbrauch. Das gibt es de facto nicht. Das wurde uns bei allen möglichen Technologien vorgegaukelt. Nee, das bestreite ich. Wenn wir weiter wachsen wollen und der Verkehr weiter wachsen soll und jede Form von individueller Mobilität ermöglicht werden soll, dann kann das nicht entkoppelt werden vom Ressourcenverbrauch. Nee. Und wir leben in Zeiten von Klimakrise. Ja. Wir müssen einfach auch klar reduzieren. Ja. Und da will ich auch nicht missverstanden werden. Ich würde schon sagen, wir müssen auch grundsätzliche Fragen zur Mobilität beantworten. Wir müssen darüber reden, warum wir uns wie bewegen. Ja, auch welche Lohnarbeitszwänge uns von A nach B bewegen, wie wir neue Formen des Arbeitens auch schaffen. Ja? Menschen sollen sich natürlich auch gerade zur sozialen Begegnung bewegen können und dürfen. Ja? Aber sind dafür also denn die Autokonzerne die richtigen Ansprechpartner müsste das nicht eher die Politik regeln? Natürlich, also die Politik müssen wir ja ganz klar auch in Verantwortung nehmen. Das sagen wir als Land im Getriebe ja auch mit unserer Aktion, sprechen wir nicht nur die Autokonzerne an, sondern wir sprechen auch die Politik und dort die Verantwortlichen an. Unser Autoverkaufsministerium, was wir seit Jahrzehnten haben, ganz klarer Adressat. Herr Scheuer ist nichts anderes als ein Autoverkaufsminister. Da gilt es, ganz viele Schritte zu gehen, aber deswegen, müssen uns, glaube ich, von der Idee verabschieden, dass wir angesichts einer Klimakrise kleine, leichte Hebel, wie so ein bisschen mehr Elektroauto. Ja, das ist total, das es geht ich. Um eine große gesellschaftliche Transformation. Absolut. Es geht um eine an große Transformation, aber ich teile Ihre Auffassung nicht, dass das einhergeht mit Wohlstandsverlust, mit Einschränkungen, mit einem Leben, das kein Wachstum mehr erlaubt. Das teile ich überhaupt nicht, weil wir haben heute die Möglichkeiten und einfach zunehmend einfach CO2-freie Energie herzustellen. Und es wird immer günstiger. Sie können die Kilowattstunde CO2-frei, heute ist die wettbewerbsfähig zur Kohle. Ja? Sie können für 4 Cent können Sie heute Strom herstellen. Und in dem Maß, in dem es uns gelingt, eben die Primärenergie auch dann CO2-frei zu machen, den Transport CO2-frei zu machen. Der Transportsektor ist das Schwierigste. Ne? Autofahren und dann fliegen, nochmal schwieriger. Und dafür gibt es Lösungen. Es gibt eben synthetische Kraftstoffe, die man sich vorstellen kann fürs Fliegen. Fliegen wird damit teuer.
Spoiler, okay, ja, muss man aufpassen, dass wir nicht in der sozialen Gerechtigkeit auseinanderlaufen, aber Ihre These, dass das Thema Nachhaltigkeit, CO2-Freiheit einhergeht mit Verlust an Lebensqualität, mit Einschränkungen, mit Moment, das kriegen Sie mir gerade noch, darüber habe ich nicht gesprochen. Da bin ich nicht Ihrer Meinung. Wir können, und das ist eine große Chance für Deutschland auch, ne? Wenn wir uns jetzt darauf konzentrieren, auf diesen Modellversuch, Umstellung auf CO2-Freiheit, mit regenerativer Primärenergie, mit Wind, mit Sonne, mit elektrischen Autos, mit synthetischen Kraftstoffen für die Flugzeuge, wenn wir darauf die ganze Gesellschaft fokussieren, dann haben wir eine Chance, trotzdem Wachstum zu generieren, weltweit trotzdem eine Volkswirtschaft zu sein, die exportieren kann, und ich sehe das als eine Chance. Also es bedeutet eben nicht, dass jeder, dass keiner mehr Fleisch isst, keiner mehr in Urlaub fährt, keiner mehr fliegt und dass wir einfach zurück bewegen uns in die Vorkriegszeit. Das nicht, aber Herr Dies, ich bin da bei Ihnen, dass die Elektromobilität dann ein Teil der Lösung sein kann, aber dann frage ich mich, ob Sie da nicht irgendwie dann tatsächlich zu wenig davon machen, weil so wie ich die Szenarien verstehe, um zur Erreichung der Klimaziele, sagen da viele, so ein Auto wird ja 10, 15 Jahre lang gefahren, wenn wir da sozusagen 2035 oder spätestens 2040 im Verkehrssektor da fast runter auf Null sein wollen, zumindest im Pkw-Bereich, weil beim Fliegen ist es ja noch schwieriger und beim Lastverkehr, dann dürfen 2030 oder spätestens 2025 keine Autos mit Verbrennungsmotor mehr verkauft werden, sagen mir die Leute, die die Zukunft ein bisschen gucken und sagen, Sie wollen bis dahin 25% E-Autos bauen, das ist vielleicht mehr als manch andere, aber langt das, um das Problem in den Griff zu kriegen? Was ist mit den anderen 75%? Ich glaube schon, wir haben der Sektor ist natürlich einer der kompliziertesten, aber wir haben wahnsinnig viel Potenzial, mehr zu erreichen in anderen Sektoren. Sie können heute noch die Tonne CO2 weltweit kompensieren, einfangen oder vermeiden für 1, 2, 3, 4 Euro. Wir in den Verkehrssektor hier gehen, da im Prinzip geht es in die Tausenden von Euro heute aus. Aber am Ende Am Ende muss nicht alles weg sein, sondern wir müssen, um die Klimaziele weniger als 2 Grad zu erreichen, müssen wir CO2-neutral sein bis 2050, spätestens auf dem Weg dorthin natürlich möglichst schnell. Wir müssen dramatisch aufforsten, etwa die Fläche der Vereinigten Staaten, das bleibt überhaupt nicht erspart. Was mir am meisten Sorge macht, und ich glaube, wir können das schaffen. Ja, ich glaube, wenn Deutschland und Europa voraus ist, können wir das schaffen, was mir am meisten Sorge macht, ist, dass zum Stand heute immer noch 1000 Kohlekraftwerke im Aufbau und in der Planung sind. Das ist nicht zu kompensieren. Da müssen wir uns aus meiner Sicht auch politisch stärker engagieren, weil wenn das passiert, dann haben wir keine Chance zu schaffen. Entschuldigung, Sie betreiben, das nennt man in der Rhetorik Whataboutism, ja? Indem Sie sagen, wir müssen aus der Kohlekraft aussteigen, versuchen Sie das Problem des Verkehrssektors. Ja, das will ich nicht. Nein, aber wir haben hier, wir stehen zu unseren Zielen. Trägt 18% zu den Emissionen in Deutschland bei und ist wohlgemerkt der einzige Sektor, in dem die Emissionen nicht gesunken sind. 14% ist Verkehr. Weltweit. Wir können gerne am Anschluss unsere Quellen vergleichen. Ja, können wir gerne machen. Sie haben recht, er ist nicht gesunken. Ich rede von Deutschland, ja. Und ich würde ganz gerne noch mal kurz, weil Sie haben ja gerade... Ich wollte noch mal den Verbrennungsmotor bleiben. Weil Sie haben Kreuzfeld gesagt, natürlich als Moderator. Sie haben ja gesagt, also wenn Sie jetzt sagen, wir müssen das schaffen bis 2050, wenn wir jetzt 1,5 Grad anstreben, nicht 2 Grad, wahrscheinlich noch früher. Ja. Wann geht denn der letzte Verbrennungsmotor von VW, der dann ja noch 15 Jahre lang auf diesem Planeten rumfährt vom Band? Ich glaube, es ist auch wahrscheinlich zu weit, diese 50 Jahre zu planen, weil da natürlich vieles auch unvorhersehbar ist. Der erste wichtige Schritt ist jetzt, dass Elektromobilität funktioniert. Dass wir im Prinzip 20 und 21 an die 10% kommen, 25 an die 20% und bis 30 dann etwa die Hälfte, 40% der Elektrofahrzeuge. Dann müssen die anderen Technologien soweit sein. Wir müssen dann in der Lage sein, mit regenerativen Kraftstoffen mal beginnen zu fliegen. Wir müssen dann vielleicht auch Wasserstoff mal einsetzen, den wir im Sommer generieren und im Winter dann verbrauchen, in die Fahrzeuge zu bringen. Und bis dahin müssen wir massiv das Thema Isolierung der Häuser, Primärenergie verändern. Wir müssen die Wirtschaft umstellen auf einen Fokus CO2-Vermeidung. Das kann die Wirtschaft nicht alleine, das geht nur mit der Politik. Da muss man steuerlich eingreifen, wir brauchen eine CO2-Besteuerung aus meiner Sicht. Aber aus meiner Sicht gibt es aus technischer Sicht, wenn wir wollen,
keinen Grund zu sagen, wir schaffen es nicht. Also ich finde, Herr Diess hat sich gerade praktisch selbst entlarvt, zu sagen, man kann jetzt auch nicht für die nächsten 50 Jahre planen, das finde ich wirklich, also das finde ich schockierend, weil genau das müssen wir machen. Die Szenarien liegen vor, ja, es ist klar, was passiert, wenn wir nicht, schon, ja, aber weil sie in kurzfristigen Profiten denken, nein, und nicht in langfristigen Klimaszenarien, nein, denen wir anfangen müssen zu denken. Und ich würde ganz gerne das Argument gerne auch nochmal zu Ende führen. Weil Sie mir Worte in den Mund gelegt haben, die ich so überhaupt nicht gesagt habe. Ich habe gesagt, wir müssen weg von einer Profitlogik und von dieser Wachstumsorientierung. Wir leben auf einem Planeten mit begrenzten Ressourcen. Und wir stoßen gerade massiv an diese Grenzen des Planeten im Kostüm quasi der Klimakrise. Ja? Ich würde sogar sagen, wenn wir uns verabschieden von diesen Profitlogiken und von dieser Wachstumsorientierung, immer mehr verkaufen zu müssen, dass wir sogar Lebensqualität herstellen können. Wenn wir uns allein mal den Verkehrssektor angucken, autofreie Städte, stellen wir uns mal die autofreien Städte vor. Ja, wo vielleicht noch Krankentransporte stattfinden, Menschen, die körperlich eingeschränkt sind, wegen mir, ne, dann auch gerne elektrisch betrieben oder wie auch immer nachhaltig betrieben. Aber wenn das grundsätzlich schöne Orte sind, wenn das Orte sind, wo wir einen sozialen Begegnungsraum haben, wo nicht mehr so viel Parkraum uns Platz wegnimmt, wo Kinder wieder sicher sind, wo wir viele Grünflächen haben, saubere Luft atmen können, dann müssen wir vielleicht auch nicht mehr jedes zweite Wochenende in den Billigflieger steigen, um in Barcelona irgendwie shoppen zu gehen, weil wir nämlich den Naherholungsraum vor Ort haben. Und ich glaube, dass wir sehr, sehr, sehr viel gewinnen könnten, wenn wir die Autos zurückdrängen. Und deswegen legen Sie mir bitte nicht in den Mund, ich würde irgendwie von Verzicht oder irgendwie zurück ins Mittelalter, sondern es geht ja genau darum, das Leben für alle, und damit nochmal, es ist eine demokratische und eine soziale Frage, worüber wir hier sprechen, das Leben für alle zu verbessern. Mhm. Jetzt hier in unseren Städten, und das geht am besten, indem wir die Autos zurückdrängen, sofort. Herr Diess, Sie haben ja vorhin auch gesagt, in den Städten sehen Sie das auch, dass das Auto vielleicht weniger Platz einnehmen wird, weniger Rolle spielen wird. Nun lebt VW ja wirklich bisher, zwar machen Sie auch diese anderen Geschäftsmodelle, da lebt ja bisher überwiegend vom Autoverkaufen. Sind Sie denn auf diese Zeit, wenn Sie sagen, Sie sehen das auch, dass man perspektivisch weniger Autos brauchen wird, vorbereitet? Und was wird dann aus Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die im Moment die Autos bauen? Das Elektroauto wird ja als solches schon, braucht weniger komplizierte Teile, und es wird jetzt niemand nur deswegen eine Diesel-Einspritzpumpe ins Elektroauto bauen, damit die Diesel-Einspritzpumpenhersteller weiterhin irgendwie ihren Job nicht verlieren. Das heißt, was wird aus den Leuten? Müssten Sie nicht eigentlich auch längst sozusagen, wenn Sie sagen, Verkehrswende brauchen wir, in andere Verkehrsträger investieren, Straßenbahnwerk aufmachen oder so? Gibt es Überlegungen in die Richtung? Wir glauben, dass das Auto in der neuen Welt noch eine große Zukunft hat. Wir argumentieren also erst sehr stark aus der deutschen Großstadt oder aus den Metropolen dieser Welt, aber Sie müssen einfach sehen, dass die Welt in China, in Indien, in Afrika noch unglaublich viel Mobilitätsbedürfnis hat, und muss das Ziel sein, diese Mobilisierung, die dort stattfinden wird, auch so klimaneutral wie möglich darzustellen. Also wir dürfen nicht nur aus der deutschen Großstadt, aus Berlin das rausprojizieren. Das Auto wird in dieser neuen Welt sehr viel verträglicher, als es heute ist. Ne? Da, wo Sie jetzt heute sprechen über Emissionen, Lärm, Verschmutzung, Sicherheit, das geht dem Auto abhanden. Ich kann mir schlecht vorstellen, dass in 20 Jahren noch Autounfälle passieren. Das hat einfach damit zu tun, dass die Autos extrem sicher werden durch die Sensorausstattung, durch die Eigenschaften, die das Auto aus dem Internet gewinnt, durch die Datenverarbeitung, die wir mit dem Auto verbinden. Wenn Sie einfach die jetzige Golf-Generation vergleichen, der jetzt gerade im letzten Jahr läuft, mit der Vorgänger-Golf-Generation, dann verursacht dieses Auto etwa die Hälfte der Unfälle als die Vorgängergeneration. Es liegt daran, dass das Auto nur zwei Sensorsysteme hat, nämlich eine Kamera und ein Radar. Die Autos in der Zukunft haben 10, 15 solcher Sensorsysteme. Also Unfälle ist ein Thema, das diskutieren wir heute leidenschaftlich. Das werden wir in 10 oder 20 Jahren nicht mehr diskutieren. Emissionen werden wir nicht mehr diskutieren. Was wir diskutieren werden, ist Flächenverbrauch. Ja, und da teile ich Ihre Meinung, da müssen wir wahrscheinlich darüber reden, wie wir die Flächen besser aufteilen, wie wir das Auto besser synchronisieren. Aber brauchen wir weniger Autos in Zukunft? Weltweit nicht, ja, in Deutschland vielleicht. Und wenn weltweit nicht, dann sagen Sie, das ist sozusagen Ihre Perspektive, das, was in Deutschland weniger verkauft wird, wollen Sie dann anderswo? Ich glaube einfach, und ich würde es nicht abtun, ne, das, was wir in den letzten Jahrzehnten ja auch in Deutschland hier erlebt haben, das war ja jetzt nicht nur ein Autokult, sondern das Auto hat einfach für viele auch die Lebensqualität deutlich erhöht. Es ist ja nicht nur so, dass es eben in der Stadt war, sondern man hat die Urlaubsfahrt damit gemacht, man hat Freunde besucht, der Mensch ist durchs Auto
Automobil geworden in der Nachkriegszeit. Und wir dürfen den Menschen, die vor dieser Entscheidung stehen und deren größter Wunsch heute wahrscheinlich ein Auto ist, ne, in China, in Indien, in Afrika, den dürfen wir diesen Wunsch auch nicht vorenthalten, nur weil wir schon weiter sind. Herr Dies, wir leben nicht mehr in den 1950er Jahren und auch nicht mehr in den 1960er Jahren. Hier nicht. Zum ja. Glück. Und es ist deutlich Zeit für neues Bild von einer Verkehrswende, von einer Verkehrsrevolution, wie wir sie brauchen. Ich wollte noch mal ganz kurz zur Sicherheit. Also auch das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Es gibt jedes Jahr über 3000 Verkehrstote. Das sind einfach 3000 Absolut. Tote zu viel. Teilig jedes 100%. Andere Produkt, jedes andere Produkt, was Teilig. In Deutschland auf dem Markt wäre und so viele Tote verursachen würde, würde sofort vom Markt genommen werden. Ja. Und was Sie für eine Vision haben von einer Auch da tun Sie es unrecht. Vor 20 Jahren oder 30 Jahren, 1970, hatten wir 30.000 Verkehrstote. Ja? Mit der Hälfte der Autos. Mhm. Und daran sieht man, wie dramatisch das Auto sicherer geworden ist. Mhm. Und ich verspreche Ihnen, in 20 Jahren ist es nochmal der gleiche. Ich möchte Ihnen kurz ein Beispiel geben. Das habe ich von einer Mobilitätsexpertin, die sich auch sehr gut mit Algorithmen auskennt, die mir erklärt hat, weil Algorithmen entstehen ja auch nicht irgendwie im machtfreien Raum. Die werden meistens auch von weißen männlichen Programmierern entwickelt. Die ersten Testphasen in den USA haben gezeigt, dass die Autos schwarze Menschen leider als fallende Blätter von Bäumen erkennen und die im Zweifelsfall überfahren hätten. Ja, also ich frage mich, wo das da sicher wird. Ich möchte mich nicht auf eine Technologie verlassen, die noch überhaupt nicht entwickelt worden ist. Das Allersicherste ist einfach gar keine Autos, Fahrräder, Straßenbahnen, ja, die sind sehr berechenbar, die sind auch erschwinglich für alle, die können alle nutzen, im besten Fall also sind wirklich so organisiert, dass man die kostenlos sind. Nee, aber also warum sich auf Technologien verlassen, die noch gar nicht erfunden sind, wenn es schon sehr sichere Technologien zur Fortbewegung gibt, das ist das Fahrrad und die Straßenbahn in der Stadt. Frau Willow, wenn bei Ihnen jetzt so viel weniger Autos in der zukünftigen Welt unterwegs sind, die gleiche Frage, wo ich auch nochmal an Sie, was wird denn dann, was haben Sie für eine Idee, was die Leute machen sollen, die bisher in der Autoindustrie relativ sichere, gut bezahlte Jobs haben und deswegen jetzt Angst haben, was aus ihnen werden soll in einer Welt, wo zumindest weniger Autos gebraucht werden? Ja, vielen Dank für die Frage. Ich finde das eine total zentrale Frage. Uns als Sand im Getriebe und als Widerstandsbewegung ist das total, uns total wichtig, dass sich unser Protest nicht gegen die Beschäftigten richtet. Das sind irgendwie in Deutschland um die 800.000. In Europa allein reden wir von 3,5 Millionen. Das sind eine ganze Menge Jobs. Das sind 3,5 Millionen Schicksale, Familien, die davon ernährt werden. Das ist ein richtig dicker Brocken. Und deswegen ist uns auch klar, dass wir mit unserem Protest Wir greifen im Prinzip die heilige Kuh der deutschen Wirtschaft an. Das ist eine ganz klare Sache und damit auch die heilige Kuh der europäischen Wirtschaft. Zum einen, ich bin großer Fan von der Wirtschaftsdemokratie. Also ich würde gerne die sozial-ökologische Transformation oder die industrielle Konversion nicht mit den Aktieninhabern der Konzerne oder mit den Konzernbossen besprechen, sondern mit den Beschäftigten selbst. Da sitzt nämlich das Know-how. Die Autoindustrie hat sich auch immer als sehr innovativ gezeigt. Ich glaube, dass die durchaus viele kreative Ideen haben, wie die Autoindustrie zukünftig Produkte herstellen kann, die wir für eine Verkehrswende brauchen. Jetzt gerade erst habe ich gehört, dass Volkswagen zum Beispiel bisher nicht in der Lage ist, einen Elektroautobus herzustellen, der in Innenstädten, das wäre zum Beispiel so ein Ding, wir bräuchten Elektroautobusse in Innenstädten, das könnte Volkswagen sehr, sehr gut herstellen, wäre schön. So, und für alle anderen Jobs, also erstmal bin ich schon auch ein Fan davon, diejenigen zur Verantwortung zu ziehen, die jahrzehntelang Profite gemacht haben, das heißt für alle Menschen, die auch ausscheiden aus einer sicheren Beschäftigung, sollten auch zumindest kurzfristig entlohnt werden. Umschulungen sind sehr wichtig und nicht zuletzt, und da sind wir wieder auch bei einer gesamtgesellschaftlichen Transformation, für die Volkswagen allein natürlich nicht verantwortlich ist. Aber wir müssen auch darüber reden, weil das sind ja gute, sichere Jobs, zumindest in Deutschland, dort auch gewerkschaftlich sehr gut organisiert. In anderen europäischen Ländern sieht das schon nochmal anders aus. Wir müssen eben auch darüber reden, welchen Stellenwert bestimmte Jobs in unserer Gesellschaft haben. Was wir brauchen in unserer Gesellschaft, in unserer alternden Gesellschaft, sind zum Beispiel Pfleger und Pflegerinnen. Wir werden Busfahrer und Busfahrerinnen brauchen. Wir werden immer Putzfrauen und Putzmänner brauchen. Wir werden Erzieherinnen brauchen. Und das sind Berufe, die einen gesellschaftlichen Mehrwert auch schaffen. Und die müssen auch aufgewertet werden. Und da brauchen wir auch einen Gesamtumbau der Gesellschaft. Sie gucken mich jetzt mit großen Augen an, weil Sie jetzt gerade denken, wie soll denn der Autobauer von VW jetzt plötzlich Altenpflege betreiben? Warum nicht? Ich finde, das sind wichtige Fragen. Warum sind nur die Industriejobs so gut bezahlt, wo wir die Leute, die wir brauchen, ja, das sind zum Beispiel Altenpflegerinnen. Und ich finde, das sind ganz, ganz wichtige Fragen,
für uns ist ganz klar, so eine Transformation, nur kurz noch einen Satz, so eine Transformation, wie wir sie fordern, darf nicht auf Kosten der Beschäftigten gehen, sondern muss mit denen gemeinsam gehen. Und ich bin da auch sehr, sehr zuversichtlich. Wir sind auch im engen Kontakt mit der IG Metall. Ich habe auch mit ihrem Betriebsrat gesprochen. Das sind Sachen, die liegen uns sehr am Herzen. Weil das sind nicht die Verantwortlichen der Klimakrise. Das sind die Bosse. Und da müssen wir ran. Ja, wobei, wir fühlen uns auch dafür verantwortlich. Wobei ich mich dann auch manchmal frage, ob denn eigentlich sich die Kritik an die Richtigen richten, wenn sie jetzt die Konzerne primär zumindest angreifen. Denn man kann ja auch sagen, wenn jetzt VW nicht mehr die dicken SUVs baut und sagt, wir machen nur noch ökologische Kleinwagen, dann kommen die dicken SUVs eben von einem anderen Hersteller und das Problem ist ja auch nicht gelöst. Deswegen die Frage, müsste man nicht eigentlich die Politik viel stärker in die Verantwortung nehmen? Bräuchten wir nicht noch stärkere Vorgaben, was für Autos, wie viele Autos wir wollen, was für eine Verkehrspolitik wir haben? Und wäre das dann vielleicht sogar auch im Interesse von Herrn Diess, der sagt, ich will ja gerne bessere Autos bauen, aber nur wenn alle anderen das auch müssen? Also gibt es da vielleicht sogar was, worauf Sie sich gemeinsam einigen könnten, was Sie sich von der Politik wünschen würden? Also vielleicht noch kurz vorab, natürlich ist es weiterhin auch richtig, die Industrie und Konzerne wie Volkswagen zu adressieren, weil das Argument, wenn wir die SUVs nicht bauen, dann baut sie jemand anders, das ist für mich keines, weil das haben schon die Nazis gesagt und das ist wirklich ein sehr, sehr schlechtes Argument. Insofern, ich würde ganz klar sagen, Volkswagen hat eine ganz besondere Verantwortung als größter Autobauer und deswegen ja eben auch den Dialog, den wir hier haben. Aber nichtsdestotrotz adressieren wir ja auch mit unserem Protest die Politik. Ich habe es kurz schon erwähnt, das Autoverkaufsministerium. Wir können einfach auch nicht davon reden, dass in der Bundesregierung in den letzten Jahrzehnten in irgendeiner Form nachhaltige Verkehrspolitik betrieben worden ist. Wir haben es mit einer extrem engen Verbindung zwischen Autoindustrie und Politik zu tun. Man kann teilweise gar nicht erkennen, wer hier eigentlich für wen spricht. Man erkennt das auch daran, dass viele Männer, man muss ja eigentlich auch von Männern reden, auch das Verkehrsministerium ist vorrangig männlich besetzt. Da die und in den Spitzen der Industrie sah das auch nicht so viel anders aus. Der Wechsel ist quasi fließend, ja. Und da ist natürlich dann auch klar, wo die Interessen liegen, wo die Einflüsse liegen. Da gilt es auch ganz klar, auch Forderungen an die Politik zu stellen. Wir haben im Moment eine Politik, die auch eine nachhaltige Verkehrswende so nicht möglich macht. Ich würde gerne einfach nur stichwortartig ein paar nennen. Dienstwagenprivileg, die Nichtbesteuerung von Diesel zum Beispiel, die Pendlerpauschale. Auch, dass es zum Beispiel von einem Bundesgesetz her den Kommunen nicht möglich gemacht wird, den Parkraum in irgendeiner Form zu verteuern. Ja, wir müssen ja auch den öffentlichen Parkraum verteuern. Das sind alles Mechanismen, die in anderen europäischen Städten schon funktionieren, um das Auto zurückzudrängen. Das heißt, man sieht auch an den politischen Mechanismen, da ist ein klares Interesse, weiterhin das Privileg des Autos aufrechtzuerhalten. Und da müssen wir auch an die Politik. Ich würde schon auch konstruktiv sagen, weil wir brauchen die Politik. Diesen Wandel schafft nicht die Industrie allein, weil auch wenn nur wir Elektrofahrzeuge bauen, dann werden sie sich nicht durchsetzen. Wir brauchen Infrastruktur, wir brauchen die steuerlichen Incentives. Und deswegen ist die Politik deutlich gefordert, diese Verkehrswende mitzugestalten. Die Themen haben Sie angesprochen, was mir Sorge macht beim Elektrofahrzeug, dass Elektrofahrzeuge zunächst teurer sind, weil die Batterie sehr teuer ist und es dann passieren könnte, dass wir eben bestimmte Bevölkerungsgruppen von der Mobilität ausschließen. Das finde ich sollte nicht passieren. Was wir gesehen haben in Paris, ne, wegen dem Treibstoffpreis 10 Cent brennt Paris und die ersten Schaufenster, die übrigens eingeschlagen wurden, waren die von Tesla. Ja. Also das sollte uns nicht passieren. Das ist zum Beispiel eine Forderung, die wir aus VW-Position immer an die Politik stellen. Ja, wir müssen die Besteuerung, die Incentives so machen, dass auch der Mittelstand, dass ein mittleres Einkommen sich ein Elektrofahrzeug leisten kann. Deswegen auch unser Schritt, den wir jetzt auf der Messe hier darstellen, den ID.3. Das ist das Fahrzeug in der Golfgröße. Na, eben kein SUV, kein Supersportwagen, wie wir bei Porsche machen, sondern ein Mittelklassefahrzeug, mit dem 5 Personen eine Familie in Urlaub fahren kann, mit dem sie schnell laden kann, die entsprechende Reichweite, was eine große Anstrengung ist. Weil es natürlich extrem schwierig ist, bei niederpreisigen Fahrzeugen dann noch, wie Sie sagen, Profit, zu machen, um die Zukunft zu finanzieren. Aber in Norwegen funktioniert es ja zum Beispiel. Ein Großteil, glaube ich, der E-Golf, den sie produzieren, fährt ja Weltweit produzieren. Ja, allein in Norwegen, in Deutschland ist es ein ziemliche Exot bisher. Aber das hängt natürlich an den politischen Rahmenbedingungen. Ja. Dort haben sie eine große Förderung für Elektrofahrzeuge. Sie kriegen Strom frei zur Verfügung gestellt. Und das ist klar, der Kunde entscheidet ja nicht, er will aus ökologischen Gründen ein Elektroauto. Einige gibt es, aber ganz wenige. Der Kunde entscheidet
ist es ein attraktives Angebot für mich, für meine Mobilitätsbedürfnisse. Wir haben Märkte in Europa, da haben wir immer noch 80% Diesel. Und würden Sie Märkte wünschen, dass in Europa, lass mich ganz kurz, ja. Wir haben Märkte, da haben wir 8% Diesel. Was ist der Unterschied? Der Dieselpreis. Ja. Das heißt, was die Leute fahren, welche Antriebskonzepte, hängt natürlich extrem stark davon ab, wie das Thema reguliert ist. Wir haben Märkte weltweit, da haben wir 70% Gasfahrzeuge. Wir haben Märkte, da haben wir keine Motoren über 1,6 Liter. Also die Politik ist wirklich gefordert. Mein Anliegen wäre, dass man Elektromobilität auch eben den niedrigeren, den mittleren Einkommen zugänglich macht, dass man den Gebrauchtfahrzeug fördert. Aber Elektromobilität braucht Förderung. Und braucht Elektromobilität nicht auch dann, würde es Ihnen nicht helfen mit Ihrer großen Elektrooffensive, wenn der Verbrennungsmotor doch verboten würde von der Politik? Ich halte einfach müssen Sie grundsätzlich dann gezwungen für, werden? Von Verboten. Aber wenn die Verbraucher ja. doch ihre schönen Autos nicht ja, kaufen, wie man bisher gesehen hat, brauchen die nicht auch mehr Unterstützung von der Politik dann es, vielleicht? Es wird sich durchsetzen. Natürlich muss man von der Politik her lenkend eingreifen und da wird eben schon entschieden, wie groß sind die Autos, wie schwer sind die Autos. Und was wäre das Wichtigste, was Sie sich von der Politik da wünschen? Ein klares Bekenntnis zur Elektromobilität, klare Förderung der Ladeinfrastruktur und dann auch eine steuerliche Incentivierung. Ich glaube, das ist im Begriff zu entstehen. Wichtig auch das klare Bekenntnis zur Elektromobilität, weil die anderen Technologien einfach derzeit nicht wettbewerbsfähig oder nicht reif sind. Ich glaube, wir haben fast einen Konsens, wow. aber nur vermeintlich. Und zwar, Sie sagen, ein klares Bekenntnis zur Elektromobilität, ja, finde ich auch. Dahinter verbirgt sich für mich der Elektroautobus, der in der Innenstadt die Leute kostenfrei ver... Nee, Sie reden nur über die Elektroautomobilität. Sie reden von Elektromobilität, ja. Sie meinen aber Elektroautomobilität. Und das ist ein Riesenunterschied. Und was ich auch interessant finde, Sie fragen nach der politischen Steuerung und Herr Dies redet über die Förderung von Elektromobilität. Das ist nur eine Antriebswende, ja. Das hat nichts mit einer Verkehrswende zu tun. Da wird der Antrieb ausgetauscht, das hat nichts mit einer ökologischen Verkehrswende zu tun, das hat nichts damit zu tun, dass wir Autos zurückdrängen müssen. Und das ist ja schön und gut, dass Sie von der Politik fördern, dass die Elektroautomobilität gefördert werden soll. Wie gesagt, ich bin großer Fan von Straßenbahnen und Elektrobussen, wenn es sie denn dann geben würde, ja. zum Beispiel auch von VW oder Mahn. Also das sind so Sachen... Ja, lassen Sie sich dann nicht in Ich frage halt den Autokonzernchef primär, was die Autobranche beitragen kann zur Lösung des Problems und denke eben, der Ausbau des ÖPNV und vielleicht auch die Verbote, die die Autoindustrie dann dahin noch mehr treiben. Ich stehe schon auf für die beiden Wände. Individuelle Mobilität, mit Sicherheit unser größtes Geschäft, ne? 10 Millionen Fahrzeuge, aber wir machen eben auch Busse, Lastkraftwagen für die gleichen Herausforderungen gelten und wir befassen uns eben schon auch mit dem öffentlichen Nahverkehr. Wir wollen die Busse elektrifizieren, emissionsfrei machen und auch Kleinbus Moja fährt 100% elektrisch und wir kommen mit einem VW Bulli, ne, der voll elektrisch sein wird im Jahr Ende 22, Anfang 23, der dann auch für Mobilitätsbedürfnisse, die geteilt werden, in der Stadt natürlich die richtige Lösung. Ja, auch im öffentlichen Nahverkehr eingesetzt werden. Aber als die Kommunen jetzt im Rahmen der Dieselkrise alle Elektrobusse gesucht haben, war es schon so, dass ja, die nach Belgien mussten, nach Polen und nach China. Wir sind bei Elektrobussen spät. Wir sind bei Elektrobussen spät, wir sind auch bei den Lieferwagen spät, aber wir kommen. Ja, wir haben das erkannt. Wenn ich das kurz noch ergänzen darf, DHL hat ja vor Jahren schon, die wollten ganz gerne ihre ganze Flotte gerne CO2-neutral machen. Die haben alle großen deutschen Autokonzerne gefragt und sie waren nicht in der Lage, ihnen diese Street-Scooter zu... Und die DHL baut die jetzt selber. Flixbus im Übrigen, auch auf der Suche danach gewesen, nach nachhaltiger Mobilität, also wirklich große Reisebusse. Ja. Und die produzieren jetzt auch, arbeiten selber an ihrem eigenen Wasserstoffantrieb für ihre Reisebusse. Also das ist so, das ist für mich nochmal ein klares Zeichen dafür, ein Versagen der Autoindustrie, ein absolut verschlafener Wandel, auch völlig überholt inzwischen von Kalifornien und China, die viel weiter sind. Da muss ich widersprechen. Verschlafen. Also bei ein paar Dingen würde ich das teilen, also gerade der Lieferverkehr, Transportsektor, das wäre für mich prioritär zu elektrifizieren. Das sind kurze Strecken, die da gefahren werden, man ist immer im Innenstadtbereich, man kann mit relativ kleinen Batterien fahren, das haben wir echt verschlafen. Müssen wir aufholen, Punkt gemacht. Elektrobusse wahrscheinlich genauso, die kommen heute eher aus China, aber ich kann versprechen, das kommt schnell jetzt von den Scanias und MA1, die im Konzern sind. Wo ich Ihre Einschätzung nicht teile, ist, dass wir hinten dran sind. In Amerika gibt es gerade mal den Tesla mit seinen Problemen, innovatives Konzept, schätze sehr, was die Herren dort machen. Ja, aber und in China gibt es ein paar Start-ups, aber wir sind auch in China voll dabei. Wir sind
der Automobilkonzern, der diesen Wandel am engagiertesten treibt und am weitesten vorne ist. Ich würde jetzt einmal, da unsere Zeit schon auf das Ende zusteuert, die wir haben, meine Kollegin Annette Selle fragen, ob denn über die Kommentarfunktionen auf Facebook und Twitter noch Anmerkungen gekommen sind, die wir noch kurz hier darauf eingehen sollten. Rückfragen, Kritik. Hast du was gesehen? Ja, wir hatten das vorhin schon mal kurz. War also eine Frage an Frau Wedow. Wie stellen Sie sich den Individualverkehr der Zukunft beziehungsweise überhaupt den Verkehr der Zukunft auf dem Land vor? Genau, also ich habe es kurz angesprochen. Ich glaube tatsächlich, dass wir für ländliche Räume, die dürfen wir auf gar keinen Fall abhängen. Nochmal, es ist eine demokratische und soziale Frage und das ist halt auch, das betrifft dann eben auch Menschen auch in ländlichen Räumen. Ich glaube, wir brauchen da kreative gemeinsame Lösungen, also zum Beispiel so einen massiven Ausbau dieses Rufbus-Prinzips. Also das finde ich eine sehr, sehr schöne Idee, dass Menschen eben auch genau gesammelt die Fahrten machen können, die sie machen wollen. Ich habe im Übrigen erst kürzlich eine Fahrt auf dem ländlichen Raum gemacht mit einem solchen Rufbus und der Fahrer erzählte mir, dass sie das Angebot ausbauen könnten, wenn es besser subventioniert wäre, also dass sie mit der doppelten Anzahl von Autos, also diesen kleinen Sammeltaxis unterwegs sein könnten, aber dass es eben nicht finanziert wird. Das ist eigentlich ein Skandal und er erzählte mir auch, dass die jungen Leute auch auf dem Land keinen Führerschein mehr machen, weil sie sich A, kein Auto leisten können und weil sie sich B, schon gar nicht den Führerschein leisten können. Ja? Also genau für diese Menschen brauchen wir Lösungen und ich würde sagen, als soziale Bewegung ist unser allererster unsere allererste Aufgabe, erstmal den Finger auf die Wunde zu legen. Und das ist uns auch jetzt schon geglückt, zu sagen, wir haben hier ein massives Problem mit dem Verkehrssektor. Wie die Lösungen dann im Einzelnen aussehen werden, müssen wir zum Beispiel in der Beschäftigungsfrage mit den Beschäftigten klären, für den ländlichen Raum, mit den Menschen im ländlichen Raum und da gute Lösungen finden, um Mobilität als Teil einer sozialen Daseinsvorsorge zu verstehen, die nicht mehr einer Profitlogik unterworfen ist. Und Herr Dies, Frau Wedow hatte das vorhin schon mal so ein bisschen erklärt, wie das aus ihrer Sicht ist, wie sie sich die Stadt der Zukunft vorstellt in Bezug auf Mobilität. Wie stellen Sie sich die Stadt der Zukunft vor? Also wie werden Menschen, was ist Ihre Vision, wie Menschen sich in der Zukunft im besten Szenario fortbewegen? Ja, ich glaube, da jetzt genau zu beschreiben, wie das sein wird, ist wahrscheinlich schwierig. Man kann nur ein paar so Modellstädten das vielleicht durchdeklinieren. Da gibt es Shenzhen in China. In China, Shenzhen hat im Prinzip den ganzen öffentlichen Verkehr elektrifiziert. Es gibt nur noch Elektrobusse, auch die Taxis, 30.000 Elektrotaxis. Shenzhen hat vor, im Jahr 23, spätestens 25, im Prinzip vollständig auf Elektromobilität. Das ist eine 10-Millionen-Metropole, ne, vollständig umzustellen. Trotzdem bleibt das Auto in großen Straßen, obwohl es Hochgeschwindigkeitszüge gibt, aber es ist nicht ersetzbar, einfach in der Dichte, auch in dem Mobilitätsbedarf. Es gibt europäische Konzepte, die ich auch immer wieder erwägenswert finde. Die südeuropäischen Städte setzen stark aufs Zweirad, also statt Auto, Motorrad, Roller, Moped, zunehmend auch elektrifiziert. Ist ein Lösungsansatz, weil man statt eben einer Person auf 20 Quadratmeter Fläche, auf der gleichen Fläche dann 5, 6 Personen in die Stadt rein und aus der Stadt rausbringt. Glaube ich, erwägenswert. Ich glaube, durchgehend ist gemeinsames Verständnis, dass der öffentliche Nahverkehr ausgebaut werden muss. Emissionsfrei, schneller, mehr. Dass es gemeinsames Verständnis ist, dass wir das Auto wahrscheinlich nicht ersetzen können. Das Auto muss völlig nachhaltig sein, emissionsfrei, sicher, leise in der kleiner, Stadt sein, weil leise, vielleicht auch kleiner, ja, vielleicht auch kleiner in der Stadt sein, aber es wird einen Raum behalten. Wir müssen es besser nutzen über Sharing sehen und wir müssen mehr Leute in die Autos reinkriegen. Und dann hat's Bestand und Bedeutung und wird auch weiterhin, auch das Auto ist ja, man muss ganz ehrlich sagen, ist vielleicht in der Runde jetzt auch ein bisschen provokant, aber das Auto hat ja auch mehr Funktionen in der Gesellschaft als den reinen Mobilitätsbedarf. Ne? Ein Auto ist ja auch
Ausdruck von so einem persönlichen Lebensstil. Man sucht sich ja ein Design aus. Also in Ihrer Generation vielleicht noch Herr Dieser. Ja, ganz sicher nicht, ja, so ganz weg ist es, so ganz weg ist es noch nicht. Und ich glaube auch, dass so ein bisschen, und das kann ja auch ganz unterschiedlich sein. Ne? Das kann, beim einen ist es ein Oldtimer, beim anderen ist es ein Elektroauto, ne? Beim einen sehr ist vielen, es ein, ist so ein Cabrio, SUV, was dann, ne, auch so eine gewisse, ja, das kann man, also SUV kann man steuern. Ne? Ja. Es tut mir leid, wenn ich da noch mal kurz reingreife. Sie haben jetzt sich auf Südeuropa unter anderem auch bezogen. Ja, ich sage jetzt mal Shenzhen, denn, China, Südeuropa. Was halten Sie denn von Konzepten, die sich vor allem in Skandinavien und also im nördlichen Europa, ja, wo man auf große Fahrradstraßen, ja, setzt und auch Autos, nee, zum Teil aus der Innenstadt quasi Amsterdam, Kopenhagen, London. Ja, Fahrrad ist absolut auch für mich eine prioritäre. Dort, wo es wettermäßig funktioniert, ist das Fahrrad großartig. Ne? Das macht ein Spaß. Neues Modell für VW? Sie hatten ja mal so ein E-Bike. Gibt's ja, wir haben auch im Konzern einiges an Fahrrädern, aber es ist jetzt für uns kein unmittelbares Geschäft. Wir kommen mit einem ganz interessanten. Ich finde übrigens auch die Roller in der Stadt, ne, wenn man das Thema Sicherheit mal verbessern würde, eine gute Lösung. Ja, es ist braucht wenig Fläche, ist elektrisch, kann man auch sehr viel nachhaltiger noch machen. Wir kommen mit so einem Produkt im nächsten Jahr mit ABS, mit ein bisschen größeren Rädern, mit denen man sich auch schneller fortbewegen kann. Das sind Lösungskonzepte für die Stadt. Moja, also Bündelung von Fahrten, ist ein Lösungskonzept für die Stadt. Ich stelle mir auch vor, dass man in 15, 20 Jahren das Auto rufen kann, ja, wenn man es braucht, wenn man die Fahrt beginnt, irgendwo über Land, dann kann man wahrscheinlich das Auto rufen aus dem Parkhaus, das ist vielleicht außerhalb der Stadt, holt einen ab, man fährt dann raus und nur dann, wenn man es braucht, nutzt man das. Aber ich darf es nochmal sagen, ohne Auto wird es nicht gehen, aber das Auto wird unglaublich nachhaltig werden. Mir fehlt in dieser Vision immer noch der Platz, mir fehlen die Grünanlagen, mir fehlt der Raum, ja, für soziale Begegnungen frei von kommerziellen Räumen, mir fehlt auch die Stille in der Stadt. Ja, aber auch zur Stille. Mir fehlt, ja, die gute Luft, all das fehlt mir in dieser Vision. Wir müssen ja auch politisch regulieren, wir müssen die Elektroautos jetzt künstlich laut machen, damit die Fußgänger erschrecken. Ja. Das finde ich ja absurd. Ja? Wozu denn? Ja, besser, wenn sie gar nicht fahren würden. Ich kriege hier Zeichen, Sie müssen gleich los zum nächsten Termin. Ja. Wir haben natürlich hier jetzt keine totale Einigung hinkriegen können, wäre ja auch erschreckend, nein, gewesen. Wir haben große Differenzen gesehen. Ja, absolut. Aber ich fand, es war auf jeden Fall ein sachlicher Austausch, ja, wo vielleicht Argumente gut untergekommen sind. Meine Frage wäre jetzt noch, das hatte ich ja schon so angedeutet, ob es denn irgendwie, wenn Sie sich jetzt eine gemeinsame Forderung wünschen dürften, was die Politik jetzt tun müsste, um sozusagen zumindest dem, was die Schnittmenge ihrer beiden Visionen vielleicht ist, jetzt Wirklichkeit werden müsste. Welche wäre das denn, Herr Dies? Was müsste die Politik, Sie haben es vorhin schon gesagt, Elektrosachen fördern, aber wenn man darüber hinaus, was brauchen Sie vom Ministerium? Darf sie unterstützen Elektro und ich committe mich auch, dass ein Teil dieses Elektrischen auch natürlich öffentlich sein muss, also Kleinbusse, Großbusse, was weiß ich, aber noch ein bisschen Individualverkehr dabei. Also ich unterstütze sie leider nicht beim Elektro. Ich glaube, die einzige Sache, die ich so ein bisschen bei uns als Konsens rausgehört habe, ist, dass wir zumindest sie in ihren Worten, was dann in ihr Konzert tatsächlich tut, ist ja nochmal was anderes und danach sollten wir sie tatsächlich bemessen. Aber in ihren Worten habe ich zumindest sehr viel Zustimmung für den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs und auch für Fahrrad gehört. Ich glaube, das ist etwas, was man vielleicht noch tragen kann, aber ich würde damit immer auch eine Zurückdrängung des Autos machen, genau. Und ja, also. Ja, dann würde ich sagen, an dieser Stelle hoffentlich nur der Anfang eines Dialogs. Ich meine, Sie werden trotzdem demonstrieren gehen. Wir werden auf jeden Fall. Sie werden trotzdem Ihre Neuheiten auf der IFA präsentieren, die nicht nur elektrisch sind, aber wir werden über beides berichten. Ja. Und wir können uns ja dann im Jahr oder so mal wieder treffen. Genau. Also wir werden auf jeden Fall am Sonntag demonstrieren. Am Samstag wird es auch die große Fahrradsternfahrt geben. Man kann sich dem Protest auch nach wie vor anschließen. Okay. Wer also auch nach wie vor der Überzeugung ist, dass wir ein anderes Verkehrssystem brauchen. Ja. Wir werden da sein und wir finden auch nach wie vor zurecht. Ja, dann sage ich an dieser Stelle für alle Zuschauer draußen ganz herzlichen Dank fürs Interesse. Kurzfassung dann, wie gesagt, den nächsten Tag nochmal in der Taz. Das war's von hier. Besten Dank. Vielen Dank. Tschüss. Ja, vielen Dank. Ja, ich bedanke mich.